Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Ich zeige euch heute, wie ich meinen Kopf sowie meine Smokebox reinige. Das Ganze ist anwendbar auf alle HMDs, egal ob es jetzt der EO HMD ist, der Zuka Firebox, der Zeppelin HMD oder auch der Callout Lotus. Auf alle Smokeboxen, die es gibt, ist das Ganze anwendbar und ich zeige euch heute, wie ich das Ganze mache. Zwei verschiedene Methoden und natürlich noch, wie ich den Kopf reinige und wie wir die Smokebox von dem im Endeffekt wieder zu dem bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ich muss euch sagen, der Kopf hat 1A geschmeckt, aber wir wollen die Smokebox natürlich wieder so hinbekommen. Deswegen würde ich sagen, fangen direkt an und ich zeige euch, wie ich das Ganze mache. Zwei verschiedene Methoden. Ich weiß, es gibt noch mehr, aber das sind meine beiden Methoden. Eine wende ich immer an und eine, muss ich sagen, die ist auch auf jeden Fall gut. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Wir haben jetzt hier die beiden Köpfe. Ich möchte ja gerne zwei Varianten zeigen. Das erste, was ich mal mache, ist erstmal die Smokebox runternehmen. Und wir wollen ja auch die Köpfe sauber machen. Legen wir erstmal die Smokeboxen beiseite. Hier haben wir die beiden Köpfe. Und da ich jetzt nicht zehnmal die Kamera umbauen möchte, lege ich jetzt einfach hier ein Stück Papier rein. Machen erstmal die Köpfe sauber, indem wir einfach erstmal den alten Tabak hier ein bisschen rausfummeln. Einfach so grob den alten Tabak einmal mit der Gabel so durch. Das macht sich mal perfekt. Schon haben wir hier den alten Tabak, damit wir uns nicht die Spüle zusauen. Ich kann euch sagen, man kann die Spüle sehr schnell zukriegen, so dass es nicht mehr abläuft. Und das schmeißen wir dann erstmal in den Müll. Was wir in der Zwischenzeit erstmal machen können, bevor wir bei den Köpfen weitermachen, ist Wasser in eine Schale machen. Ich zeige euch ja zwei Varianten. Einmal mit Backpulver und einmal so, wie ich es immer mache. Ich mache nachts Wasser in eine Schale, nehme mir die Smokeboxen und die packe ich dann einfach hier ins Wasser rein. Das lasse ich dann einige Stunden stehen. Es reicht manchmal auch schon 3 Stunden, es reichen auch manchmal 4 Stunden, aber meistens mache ich das immer nach, über Nacht. Leg dann hier 3 Stück rein, einfach ins Wasser, so dass sich das Ganze ein bisschen auflöst. Kann man das verstehen, also ein bisschen weich wird. Bei den Köpfen machen wir erstmal weiter. Die mache ich einfach einmal mit der Hand, so ein bisschen sauber. Sollten jetzt hier grobe Ablagerungen sein, das zeige ich euch gleich. Hier ist es jetzt nicht so extrem, vielleicht sind hier welche. Nicht, muss ich es ungefähr andeuten, den mache ich jetzt erstmal hier ein bisschen sauber. Egal ob mit warmem oder kaltem Wasser. Sollten jetzt hier Ablagerungen sein, dann nehme ich immer mal die Stahlwolle und gehe leicht rüber. Leicht durch das Depot, um alles etwas abzukratzen. Muss man auch nicht unter Wasser machen, so leicht, so kriegt man diese angebrannten Tabakreste sehr leicht ab. Einfach nur leicht das Ganze. Auch mal was durchs Pfanneloch laufen lassen, kurz unten zuhalten, damit es alles einmal hochläuft. Genauso wie hier haben wir sogar noch die Dichtung mit drin. Können wir auch noch kurz sauber machen. Hier auch kurz das Pfanneloch zuhalten, dass einmal Wasser durchs Pfanneloch läuft. Und dann hier einfach nur mit der Stahlwolle so ein bisschen, nicht mit viel Druck, sondern nur leicht, bevor wir die Beschichtung herunterholen, einfach hier so ein bisschen rüberreiben. Bei so einem Rillen, sage ich mal, oder bei sowas Hellem geht es immer ein bisschen schwer ab, weil das ist eh eine abgeschliffene Kante, wo keine Beschichtung drauf ist. Aber wenn, oder beziehungsweise, ja, Beschichtung kann man schon sagen. Wenn wir jetzt aber so einen Kopf haben, können wir da auch einfach hier mit der Stahlwolle so rübergehen, so ein bisschen, wenn der oben beschichtet ist. Und dann gehen wir einfach so rüber, nur so leicht, und so kriegen wir leicht den Rand sauber. Nicht, dass ihr euch wundert, Freunde, warum ihr so schlecht seht. Ich habe eine kleine Folie vor das Objektiv gemacht, weil jetzt zeige ich euch die zweite Variante. Und zwar einmal in den Topf die Smokebox reingeben, heißes Wasser drauf. Und genau deswegen habe ich nämlich die Tüte drum gemacht, damit mir nicht die Linse da voll saut. Man kann auch einen kleineren Topf nehmen. Einfach heißes Wasser rein mit einem Wasserkocher. Ich weiß, der Wasserkocher ist ein bisschen dreckig, das ist auch selten in Benutzung. Und dort dann einmal Backpulver rein. Ich kann euch nicht genau sagen, ob weniger reicht oder sonst was. Backpulver braucht auch immer. Also ich sag mal, das Blöde an Backpulver ist, es ist halt ein Kostenfaktor. Deswegen finde ich die andere Methode persönlich besser. Aber mit Backpulver klappt es sehr, sehr gut auf kurze Dauer gesehen. Und zwar, wenn das Wasser schon wieder kalt ist in dem Sinne oder wenn man die Smokebox wieder anfassen kann, kann man sie dann schon reinigen. Und das lässt man jetzt einfach so stehen und wartet, bis das Wasser kalt ist. So, Freunde, das Wasser ist jetzt etwas abgekühlt. Man kann es auf jeden Fall wieder anfassen. Dann nehmen wir mal die Smokebox raus. Man merkt etwas, dass sie aufgeweicht ist. Das Wasser ist auch gut dreckig geworden. Und jetzt nehmen wir uns eine Bürste. Ich kann da absolut das Set von Wolfkraft empfehlen. Das ganze Ding kostet 7 Euro im Set. Habe ich euch gerne mal verlinkt. Denkt dran, wenn ihr über meinen Link bestellt, unterstütze mich damit natürlich auch noch. Und davon die rote Bürste. Man kann auch natürlich die blaue nehmen. Da sind mir schon ein paar ausgefallen. Oder auch die gelbe, aber die rote nutze ich immer, damit geht es am besten ab. Und ich sage euch ganz ehrlich, für 7 Euro ein Dreier-Set an Bürsten, was sogar per Prime geht, ist optimal. Jetzt nehmen wir uns einfach den Callout und schrubben jetzt hier. Einfach so vom Körper weg. Man kann auch so etwas schrubben. Mal im Kreis das Ganze.
Wir machen mal kurz einmal Wasser rüber, um das vorläufige Ergebnis schon mal zu sehen. Wir sind sogar schon fertig, kann man sagen. Also das sieht ja schon sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, man kann das auf jeden Fall schon als fertig betiteln. Wenn man das einmal von nahen sieht, ihr habt ja gesehen, wie sie gerade eben aussah. Das Backpulver weicht das so ein bisschen auf, so wie das heiße Wasser. Und ja, ist eine optimale Lösung mit, wie man die Smokebox schnell sauber bekommt. Man muss natürlich dazu mal Backpulver kaufen. Hab ich euch auch mal in der Beschreibung verlinkt. Und ja, so ist die Smokebox jetzt schon wieder sehr schnell sauber geworden. Und das Eingebrannte ist ab. Ich würde sagen, wir kommen mal zu der zweiten Methode mit dem, ohne Backpulver einfach nur im Wasser liegen lassen. So, Freunde, ein paar Stunden sind vergangen, um genau zu sein. 4 Stunden sind vergangen, seitdem es im Wasser drin liegt. Ansonsten lasse ich es immer über Nacht drin. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier die Smokebox raus aus dem Wasser. Das Wasser hat sich auch etwas verfärbt. Man könnte jetzt natürlich oder vorher den groben Rest noch ein bisschen abmachen. Das hatte ich jetzt hier extra mal nicht gemacht. Das kann man natürlich einfach mit der Gabel, hier so, damit ihr das mal gesehen habt, einfach hier so ein bisschen abkratzen. Ansonsten, wie sieht es aus mit den schlimmen Stellen, wenn wir den jetzt gelassen haben? Dazu nehmen wir wieder unsere gute Bürste hier. Und werden jetzt einfach mal den Callout bzw. die Smokebox schrubben. Und so sieht jetzt unser fertiges Ergebnis aus. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Geht sehr schön einfach, sehr schön schnell. Das kriegt man natürlich auch noch ab, wenn man noch etwas länger schrubbt. Aber man muss natürlich dazu sagen, das einzige Blöde ist halt, man macht sich ein bisschen dreckig, außer man schrubbt so in eine Richtung. Man schrubbt immer so, dann schrubbt man es ja in eine Richtung weg und nicht immer so vor und zurück. So schrubbe ich mir das immer ein bisschen auf dem Arm, den Dreck. Aber persönlich, ich mache das einfach kurz sauber. Einmal hier abwischen, einmal Wasser drüber. Und der Arm ist auch wieder sauber. Einfach dann die Spüle auch noch sauber machen und fertig ist das Ganze. Und wenn wir dann am Ende fertig sind, natürlich, ich nehme mal so eine billigen, blöden Geschirr und T-Shirt, die so blöd aussehen, weil die können einfach dreckig werden, noch die Smokebox schön trocken machen, damit sich auch keine Kalkflecken entstehen. Einfach schön trocken putzen das Ganze. Man kann sie natürlich auch hinstellen, damit sie einfach trocknen, aber ansonsten könnten da ein paar Kalkflecken kommen. Dann müsste man dann einen Kalker nehmen und so einmal kurz drüber wischen, alles kurz trocken machen, auch von innen so richtig. Und dann ist die Smokebox wieder für den nächsten Einsatz einsatzbereit. Und sieht super schön sauber aus. Wie gesagt, das könnte man noch ein bisschen wegmachen. Aber hier auch nochmal die andere, die wir vorhin sauber gemacht haben. So sehen die beiden jetzt aus. Und vorher sahen sie auf jeden Fall viel, viel schlimmer aus. Und damit sind wir am Ende vom Video, Freunde. Ist verrückt gewesen, weil 5 Stunden zwischen der ersten Sequenz und jetzt zwischen der letzten Sequenz liegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich die Smokeboxen gereinigt habe. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen, wie ich das Ganze reinige. Auch natürlich, wie ich die beiden Köpfe gereinigt habe. Alle Produkte, die ich verwendet habe, sei es jetzt Backpulver, was man günstig bekommt, einmal Backpulver, sowie auch das Bürstenset. Wie gesagt, ich komme mit dem optimal klar und ich finde das übertrieben. Wie gesagt, von Amazon ist das gute Ding. Link dazu in der Beschreibung im Dreier-Set. Deswegen schaut da gerne mal die Amazon-Links vorbei, was ich da so verlinkt habe. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr mir gerne in den Kommentaren schreibt, wie ihr das Ganze macht und ob ich euch weiterhelfen konnte. Natürlich sind das nur meine 2 Methoden. Es gibt noch ein paar mehr Methoden. Aber ich finde, das sind die beiden einfachsten. Das eine ist über Nacht. Das braucht zwar, sag ich mal, ein paar Stunden. Aber wenn man es über Nacht macht, geht es ja am nächsten Morgen perfekt. Oder halt mit dem Backpulver, wenn man es auf die schnelle Art machen will. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir das gerne, zeigt mir gerne mit dem Daumen nach oben. Ihr wisst, das pusht meinen Algorithmus und das pusht allgemein das Video genauso auf wie einen Kommentar. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Ich wünsche guten Rauch. Heute mal ohne Rauch im Video, da ich in der Küche stehe und ich rauche für gewöhnlich nicht oft in der Küche. Deswegen guten Rauch, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.